was bisher geschah. Warum rennt er jetzt so? Ja. So viel dazu. Und so geht es jetzt weiter bei Let's Play Investigator. Oh, den konnte ich sammeln. Diese verdammten Gartenzwerge, wollte ich schon sagen. Was haben die denn die für einen Zweck? Gibt's einen Horrorfilm mit Gartenzwergen? Ich glaube schon, oder? Warte mal, hier geht's rein, aber hier ist nichts, okay. Hier scheint's rauszugehen, oder? Eigentlich muss ich aufpassen, weil irgendwo hier unten läuft ja noch Johnny rum. Also Michael. Und da sollte ich mich definitiv noch in Acht nehmen. Wobei das Positive ist, dass Michael wohl auch, beziehungsweise Johnny wohl auch keine Waffe mehr hat. Weil die haben wir ja genommen und haben sie dann leer geballert. Heißt allerdings nicht, dass er uns nicht mit seinen bloßen Fäusten töten kann. Boah, jetzt wird's gerade mega dunkel. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt eine Taschenlampe hätte. Ich meine, wir haben ja in unserem Traum eine gefunden und konnten sie dann nicht benutzen. Und auch allgemein. Objekte benutzen, Fehlanzeige. Also nicht wirklich. Nur mal so sporadisch. Wir benutzen nur unsere Beine oder unser Köpfchen. Für was habe ich jetzt bitte Öl gefunden? Fuck. Das sah gerade menschlich aus, dieses Wesen. Das sah gerade überhaupt nicht aus wie eine Spinne. Das sah aus wie ein Mensch, der Spinnenbeine auf dem Rücken gehabt hätte. Da merkwürdig. Kann ich hier an den Dingern was machen? Nö. Ah, hier kann ich jetzt... Ah, okay. Nicht gut. Das war wirklich ein Mensch. Der ist doch vorher auf zwei Beinen gelaufen. Ich verstehe aber nicht, warum uns diese Spinnen nicht töten. Beziehungsweise ich habe so das Gefühl, dass wir selbst zu so einem Menschen-Spinnvieh werden könnten. Wir werden sehen. Ich glaube, es wird spannend. Hier ist nix. Aber da geht's lang. Ich bin gespannt, wo uns der ganze Gang hier hinführt. Danke. Ich habe mich gerade irgendwie verbuggt gehabt.
Ich bin doch unter der Oberfläche jetzt geführt. Warum versuche ich denn hier jetzt nicht einfach rauszukommen? Alter, warum ist das so dunkel? Ich habe keine Taschenlampe. Es kotzt mich mega an. Ich habe doch in meinem Traum vorhin eine gefunden. Warum kann ich denn keine betätigen? Das nervt mich. Es ist gerade echt stockduster, ey. Alter, du kriegst die Tür nicht zu. Ich habe nur aus Spaß rangezoomt, weil ich dachte, vielleicht kommt da irgendwas. Boah. Ey, macht so eine Späße nicht mit mir, ey. Ah. Наконец-то. Идем скорее, а то замерзнем здесь насмерть. Тем более в твоей-то одежде. Ты что, на пикник собрался? Nee, ich gehe nicht. Gehst du zu einer Здесь нет Party? Магазинов одежды на каждом углу. Хотя теплая одежда мне не помешает. Ja, warme Klamotten wären nicht schlecht, das stimmt wohl. Können wir uns auf jeden Fall drum kümmern, wenn wir hier rauskommen. Wir bleiben definitiv bei Steve und ich hoffe, dass wir nicht nochmal irgendwo abstürzen oder irgendwo runterkrachen. Sodass wir jetzt einfach bei Steve bleiben können, das ein ganzes glückliches Ende hat. Wir zu Steve seiner kompletten Truppe kommen und einfach glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage in dieser verseuchten Welt leben können. Das hoffe ich sehr. Steve? Hi. Вот мы на месте. Устраивайся поудобнее. Мой дом, твой дом. Хоть и ненадолго. Я ж тебя все равно не смогу остановить. Верно? Не знаю пока. Если ты говоришь, что там ничего нет. Уверяю тебя, неделю назад там никого не было. Ладно, никуда не уходи, я сейчас приду. Ach, wie cool. Ich soll ja warten, er ist bald zurück. Ach, wie schön hier mit dem Weihnachtsbaum und so und mit der Gitarre. Ach, wie schön hat er sich das denn hier eingerichtet, bitte. Down, 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 down. Ooh, yeah. Geil. Danke. Ich würde mich gerne wieder bewegen. Alter Falter, der hat ja hier ein verdammtes Waffenarsenal liegen. Au. Der hat seine Platte noch an, können wir die nicht. Hier im Wasser ins Gesicht schmeißen. Können wir die nicht ausschalten? Ich meine nicht, dass das hier abfackelt. Ты кого привел в наш дом? Это же тот самый детектив, о котором я тебе рассказывал. Убей его! Oh nein, das sind Brüder. Никто его убивать не будет. Я могу все объяснить. Как ты можешь так говорить? Он же чуть не убил меня. Иди за мной, Томас. Я выведу тебя. Okay, aber anscheinend will er mich jetzt hier wirklich rausbringen? Das sind Brüder. Okay, das nimmt jetzt eine krasse Wendung. Открывай дверь. Ich glaube ehrlich gesagt.
Ach du Scheiße. Boah, heftig. Ja, dem könnten wir definitiv nicht entkommen. Oh, wir dachten, Steve sei Freund. Dabei war der Bruder von Johnny und somit Feind. Boah, und dann lassen die dich da... Das Spiel hat schon echt krasse Züge, so von den ganzen Horrorfilmen von Saw, von Silent Hill, so von der Stimmung und vom Nebelfaktor her. Gerade so, wenn wir im Schnee spazieren waren. Und ich muss schon sagen, dass das richtig krass war. Auch jetzt so gerade, wo die uns in den Raum geschmissen haben und dann so wir das Licht angeschaltet haben und eigentlich wussten. Also ich wusste schon, wenn der jetzt das Licht anmacht, irgendwas ist da wahrscheinlich eine große Spinne. Hier waren es jetzt viele, mehrere kleinere, in Anführungszeichen klein. Und ich konnte mir schon denken, dass wir jetzt krepieren und dass wir keinerlei Chance haben. Ja, war ja demnach auch wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier an der Stelle eigentlich... Aua. Sorry, Leute, das war meine Flasche. Ich weiß nicht, ob jetzt hier an der Stelle eigentlich Credits laufen sollten, die ich sehen soll, aber ich sehe leider keine. Ich höre nur Musik. Oha, krass. Es scheint also, dass wir tatsächlich noch leben. Und ich habe eine Errungenschaft bekommen, wo drauf stand, feine Fragezeichen. Also vielleicht ist es tatsächlich noch nicht das Ende. Okay. Ich muss jetzt aber hier tatsächlich das Game erstmal beenden. Deshalb bedanke ich mich fürs Reinsehen, dass ihr hier dabei wart bei dem Game. Wie gesagt, das geht nicht allzu lange. Ich denke mal, es werden nicht so viele Parts werden. Aber so ein kleines Horror-Game für zwischendrin, ich glaube, das ist ganz cool. Da habt ihr mal wieder ein bisschen Horror-Faktor-mäßig auf dem Kanal was zum Schauen. Und ich habe endlich mal Investigator, weil das ist schon ewig auf meiner Platte, wollte ich schon ewig mal zocken, habe ich endlich auch mal von der Liste bekommen. Ich freue mich. So, dann beende ich den Part erstmal an der Stelle und gucke mal, ob wir eventuell noch das richtige Ende zu sehen bekommen. Wir werden sehen. Bis dahin, tüdelü und macht's gut. Ciao.